Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir mal wieder eine Osterkarte machen. Und ich will das mal ausprobieren. Ich möchte mit euch das Ginkgo-Set benutzen. Wer sagt denn, dass der Osterhase nicht oder die Eier nicht in einem Ginkgo-Feld gesucht werden können? Ja, ich bin mal ganz gespannt. Ich werde mir einfach mal ein paar Sachen ausstanzen mit dem Ginkgo-Set. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal mit dem Ginkgo-Set das Motto Ostern einzufangen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde das mal kurz durch die Stanzmaschine jagen, um dann ein paar Eindrücke zu bekommen. So, paar Teile habe ich hier schon ausgestanzt. Einmal das große und ein paar Mal die kleinen. Da ich aber noch nicht weiß, wo die Reise hingeht und wir ja immer spontan alles entscheiden, werden wir jetzt noch mal ein bisschen mit Tannengrün, das habe ich nämlich auch da benutzt, uns die Stempel einmal noch mal einfärben, einfach raufsetzen. Das Gute ist ja an dem Stempelratus, dass ihr einfach das Papier ein Stück weiter schiebt. Und dann könnt ihr noch den nächsten Abdruck machen. Genauso gehen wir auch vor. Gucken, ob das Papier reicht. Ja, reicht. So. Die habe ich mir jetzt auch eingefärbt. Und hier in dem Stempelset haben wir die Stanzteile. Und das werde ich mir jetzt eben auch nochmal durch die Stanzmaschine jagen. Und ich glaube, das Etikett auch. Ist auch richtig, richtig schick. Und dann sehen wir uns tatsächlich gleich nochmal wieder. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir den Osterhasen damit reinsetzen. So. Ich war gerade im Rausch und habe mir einfach mal sechs Ostereier aufgestempelt. Ich habe hier so ein Set, hier sind so kleine Ostereier, drei Stück. Die habe ich einfach nur aufgestempelt und habe die einfach mit den ganz normalen Stempelkissen, Wassertankpinsel einfach nur ein bisschen farbenfroh angemalt. Nehmt ihr euch einfach eine Farbe eurer Wahl. Ja, und ich habe hier unten, wie ihr seht, einmal einen Schnitt reingemacht. Habe ich es aber noch nicht abgeschnitten, weil das ist noch nicht die Kartengröße für den Auflieger. Weil wir uns jetzt hier einfach mal so ein bisschen was zusammensetzen. Ah, nee, noch nicht ganz. Ich habe sie extra hier hingelegt. Und zwar habe ich ja die kleinen Fingerschwämmchen. Und da wird mit Sicherheit noch genügend Farbe drauf sein. Wenn wir uns einfach ein bisschen noch mal was in den Hintergrund setzen, kurz. Ja, seht ihr, selbst da ist noch einfach hier ein bisschen mit eurem Fingerschwamm rein. Das muss auch nicht perfekt aussehen, da wird eh gleich der Ginkgo-Garten rübergeklebt. Und das hier unten wird sowieso abgeschnitten, also alles nicht schlimm. Nur dass die Karte nicht so ganz weiß ist. So, und auf den Fingerschwämmchen sind ja tatsächlich, wie ihr seht, noch wirklich genügend Farbkleckse über. Nehmen wir hier oben noch mal ein bisschen Blau. Also, wie ihr seht, ich habe da keine Farbe drauf gemacht. Es ist einfach noch in den Fingerschwämmen drin. Und schon habt ihr ein bisschen Hintergrund in eurem Bild. Finde ich richtig gut. Mache ich übrigens ganz, ganz oft. Auch mit den Schwämmchen. Also mit diesen Pinseln. Ja, und schon habt ihr schon mal einen richtig guten, guten, guten Hintergrund. Ich lasse vorsichtshalber mal das Papier da liegen. Mal sehen, ob ich das nämlich. Ich klebe nämlich auch gerne sonst daneben. Dann saue ich mir den Hintergrund nicht ein.
Obwohl da eigentlich auch schon ganz schön viel drauf ist auf meiner grauen Mappe. Matte. Wortfindungsstörung. So, dann werde ich hier einfach mal so ein bisschen die Eier hinter dem Ginkgo verstecken. So, hier mal ein bisschen niedriger, ein bisschen höher. Hier kann schon mal so ein Acrylklotz drauf zum Trocknen. Und dann gehen wir hier jetzt einfach mal durch und kleben sie darauf. Unten wird ja eh noch abgeschnitten, deswegen ist das nicht so schlimm. Und so entsteht ein kleiner Ginkgo-Wald. Ja, ich habe ein bisschen einen an der Wurzel, aber das macht ja nichts, ne? Sonst wäre das Leben noch ein bisschen langweilig, oder? So. Hier kleben wir noch vielleicht gleich ein bisschen was mit rüber, hier so an die Seite. Ne, das erhöhen wir uns. 3D-Pads. Hier muss auch tatsächlich nur so ein bisschen an die Seite. Setzen wir uns da noch mal was rüber. Ich bin tatsächlich gespannt. Also man hat ja hier so einige Sets zur Auswahl und warum soll man die nicht nutzen, oder? So. Hier können wir noch mal so ein bisschen was Größeres mit reinbringen. Dann habe ich dann noch größere Pads. Huch. Hier noch mal einen hinsetzen und den da oben an die Seite. Jo, das passt doch. Oh, den habe ich noch gar nicht festgeklebt. So. Guti. Dann haben wir hier ja schon mal einen kleinen Ginkgo-Wald erschaffen. Jetzt würde ich sagen, kürzen wir uns die Karte einmal ein. Und zwar muss es in der Länge sein 9,5. Das heißt, ich werde das hier unten einfach mal abschneiden. Ich fange erstmal an der Seite an. Die müssen wir nämlich auch noch zuschneiden auf 13,85. Das heißt, ich würde hier, ach, da hängt das. So muss es sein. Hier erstmal ganz. Ganz vorsichtig anfangen abzuschneiden. So, jetzt haben wir hier unten auf jeden Fall die Gerade. Und dann schiebe ich das hier einfach durch und kürze bei 9,5. Dann brauche ich das nämlich nicht mit der Schere abschneiden. So, und dann hier bei 13,85. Und dann haben wir schon einen kleinen Ginkgo-Wald. Ich räume mal meinen ganzen Müll hier gerade zur Seite. So, ihr Lieben, das sieht doch schon mal richtig gut aus, oder? Ich habe mir jetzt hier nochmal ein Etikett rausgepopelt und jetzt werde ich hier nochmal ein kleiner Ostergruß raufstempeln. Finde, das ist eigentlich ganz niedlich geworden, ne? So mit den versteckten Ostereiern.
Ja, das passt auch. Das sieht auch richtig gut aus. Wo habe ich denn jetzt meinen Stempelreiniger? So, was wir jetzt gleich aber noch brauchen, ist einmal die Grundkarte, den Kartenaufleger. Da setzen wir uns das gleich einmal noch mal rauf. Das machen wir nämlich jetzt schon mal direkt. Der Auflieger hat die Maße 14,35 mal 10 und ist auch in Tannengrün. In Tannengrün habe ich ja auch das ganze Ginkgo ausgestanzt und gestempelt. Dann wiederholt sich das und passt da nämlich auch hervorragend zu. Macht ja schon mal einen richtig guten Eindruck. So, hier oben kommt hin ein kleiner Ostergruß. Den erhöhen wir uns einmal. Dann machen wir hier auch einfach einen Streifen Formtape drauf. Na, das war ein Ticken zu groß. Kommt das nämlich hier oben in die Ecke. So, und ich habe mir gedacht, ich habe hier noch ein paar Wolken. Die habe ich aus dem Set, ich glaube, der richtige Dreh heißt das. Ja. Und hier sind so, okay, liegen jetzt verkehrt rum, aber mit so einem gestitchten Rand. Solche Wolken, das sind diese hier. Und hier kann man sich ja noch so zwei in den Hintergrund setzen. Hier habe ich mich mal leider mit dem Papier vertan. Das war ein bisschen zu kurz, aber das ist ja nicht schlimm. Muss man ja nicht wegschmeißen. Kann man ja trotzdem benutzen. Ja, dann setzt man sich das hier einfach so rein und dann gucke ich mal. Schneide ich mir die Wolke dann noch mal eben kurz ab. Dann setzen wir uns das hier einfach auf. Eine dritte Wolke brauchen wir gar nicht. So, und dann brauchen wir noch eine Grundkarte. Und da setzen wir jetzt unsere Ostergrüße einfach rauf. Die werde ich jetzt auch nicht erhöhen mit Formtape, weil wir ja schon so viel 3D in dem Bild haben durch den kleinen Ginkgo-Wald. So, und schon sieht das Ganze nach einem kleinen Osterversteck aus in dem kleinen Ginkgo-Wald. Ja, ich hoffe, dass euch die Kartenidee gefallen hat und ihr habt jetzt Lust, sie nachzubasteln. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.